Wenn du Wix-Schweißen lernen willst, ja, dann ist das genau das richtige Video für dich. Ich gebe dir in diesem Video eine komplette Systematik an die Hand, wie du Wix-Schweißen lernen kannst. Von Anfang an bis zu richtig guten Ergebnissen. So, was ist das Problem beim Wix-Schweißen? Das Wix-Schweißen ist der ungekrönte König der Schweißverfahren. Da brauchen wir uns überhaupt nicht drüber unterhalten. Ist sehr beliebt. Die Geräte sind die letzten Jahre wirklich sehr gut geworden, sehr bezahlbar geworden. Aber Wix-Schweißen ist natürlich auch nicht ganz einfach. Viele fangen dann damit an, verstehen die Technik nicht, wissen nicht, wie man ein Wix-Schweißgerät richtig einsetzt, wie man richtig Wix-Schweißt, schneiden sich dann irgendwelche Bauteile zu und versuchen, an dem Bauteil schweißen zu lernen. Ich habe hier einfach nur ein Vierkantrohr, ein paar Vierkantrohre und das reicht vollkommen aus, um richtig gut Wix-Schweißen zu lernen. Und man sollte immer eine gewisse Systematik beachten, beziehungsweise mit einer gewissen Systematik ist es deutlich einfacher, richtig gute Ergebnisse zu erzielen. Und diese komplette Systematik erhältst du von mir in diesem Video. Ich erkläre dir das Ganze anhand dieses Gerätes hier, der Welbach Entrix 200, ein WIC AC-DC Schweißgerät mit 200 Ampere. AC-DC bedeutet also Gleichstrom und Wechselstrom, das heißt, du kannst Stahl, Baustahl, Edelstahl und dergleichen schweißen, Kupfer zum Beispiel auch, und mit dem Gleichstrom und mit dem Wechselstrom kannst du sogar Aluminium schweißen. Aluminium ist das, ja, was man mit anderen Schweißverfahren wirklich sehr, sehr schlecht schweißen kann, und mit so einem Gerät kann man auch Aluminium schweißen. Aluminium schweißen braucht aber ein bisschen Übung. Ich würde nie jemandem empfehlen, mit Aluminium zu beginnen. Wir werden als erstes einfach mal das Gerät rüsten, weil das Rüsten ist das erste Hindernis. Danach werden wir uns einfach mal die Einstellungen an so einem Wix-Schweißgerät angucken. Das Gerät hat eine Menge Möglichkeiten und diese Möglichkeiten sind auch sehr, sehr zeitgemäß, und darum sollte man wirklich auch nicht auf Geräte zurückgreifen, die da wirklich sehr wenig Einstellungsmöglichkeiten haben. Das ist natürlich meine persönliche Meinung und Erfahrung, aber die Möglichkeiten, die die Technik heute bietet, die sollte man wirklich auch nutzen, und ich werde euch gleich zeigen, wie man die komplette Schweißrampe perfekt einstellt, um damit dann auch wirklich schöne Ergebnisse zu erzielen. Und wenn man diese Schweißrampe einmal verstanden hat, dann kann man die auch immer wieder perfekt auf seine eigenen Bedürfnisse anpassen. Und damit hat man wirklich den ersten wichtigen Schritt, dass man diese Technik im Griff hat. Wix-Schweißen bedeutet ja Wolfram-Inertgas, und hier hinten ist der Gasanschluss an dem Gerät. Ich habe hier einfach so einen kleinen Schlauch mit einer Schnellkupplung dran gemacht und daran gehe ich in meine Gasflasche. Argon 4.6, an der Gasflasche habe ich einen Druckminderer, und der Druckminderer hat die Aufgabe, der reduziert den Druck der Flasche auf den Arbeitsdruck, den ich hier benötige. Gleichzeitig kann ich an dem Druckminderer auch immer schön ablesen, wie viel Druck in meiner Flasche noch ist. Und ich brauche hier circa 10 Liter, ja, 10 Liter pro Minute Argon 4.6. Hier an dem Frontpanel des Gerätes habe ich sogenannte Dinsestecker. Das sind 13er Dinsestecker, also eine richtige Profi-Ausstattung. Es gibt auch 9er. Hier ist der Pluspol, hier ist der Minuspol, hier ist der Gasanschluss und hier ist die Steuerleitung. Ja, man kann immer schön sehen, es gibt Geräte mit 2 Pins und das ist hier mit 5 Pins. Das deutet immer darauf hin, das kann man bei dem Gerät auch. Man kann das Gerät auch mit einem Fußschalter bedienen. Das ist aber dann wirklich nur Option, die werden wir in diesem Video nicht besprechen. Hier kommt die Masse dran. Die Masse ist auch ein wichtiger Aspekt, kommt direkt ans Bauteil bzw. an den Schweißtisch, auf dem man arbeitet. Dann habe ich hier das Schlauchpaket. Schlauchpaket gucken wir uns auch noch näher an, 4 Meter lang bei dem Gerät. Hier habe ich die Steuerleitung mit so einer Überwurfmutter, kommt da einfach rein. Hier habe ich einen Gasanschluss. Es gibt diese Variante von Schlauchpaketen und es gibt auch, dass das beides hier kombiniert ist. Dann wird der Anschluss vom Schlauchpaket, ja, wird dann hier einfach verschraubt und dann hat man da Gas und Strom zusammen, also Gas und Minuspol. Wix-Schweißen tut man immer am Minuspol. Max-Schweißen tut man immer am Pluspol, ja. Wix-Schweißen immer am Minuspol. Das liegt daran, dass der Minuspol der kältere Pol ist und die Wolfram-Elektrode die Hitze vom Pluspol nicht erträgt. Man kann auch mal am Pluspol versuchen zu schweißen, aber man ruiniert sich relativ schnell die Nadel und bekommt dann keine guten Ergebnisse.
Die richtige Einstellung ist ein wichtiges Thema bei einem Schweißgerät. Man sollte einfach verstehen, was man hier einstellt, was man bei dem Gerät machen kann. Man hat hier oben, wie bei den meisten Geräten, die Möglichkeit, zwischen Wick und Elektrode zu wechseln. Elektrode lassen wir einfach mal raus. Wir nehmen heute nur das Wick-Schweißen. Ich habe hier die Möglichkeit, Zweitakt, Viertakt auszuwählen. Zweitakt bedeutet einfach, solange ich diesen Taster hier drücke, schweiße ich, lasse ich los, hört das Gerät auf. Viertakt bedeutet, ich drücke, das Gerät zündet, ich lasse los, ich schweiße, ich drücke wieder und das Gerät schaltet ab. Ja, das ist der Unterschied. Wenn man längere Strecken schweißt, dann ist eigentlich nur Viertakt relevant. Zweitakt ist wirklich nur für kürzere Strecken, wenn man kürzer schweißt. So, dann habe ich hier hinten Puls und ohne Puls schweißen und ich habe hier hinten Gleichstrom und Wechselstrom. Das ist schon mal so die Grundlage. Hier bei dem Gerät ist es schön, weil das wirklich sehr übersichtlich ist und es setzt sich vom Kontrast her auch wirklich sehr gut ab. Ich habe hier einen Drehregler. Standardmäßig kann ich hier immer die Amperezahl einstellen. Ja? Kann die hier in kleinen Schritten von 1 Ampere hochdrehen. Dann habe ich hier eine sogenannte Schweißrampe. Die zeichnet das Gerät mir vor. Und diese kleinen Leuchtdioden gehen an, je nachdem, an welchem Punkt ich bin. Hier bin ich wirklich Peak Ampere, also bei der normalen Schweißstromeinstellung. Und die kann ich jetzt abarbeiten. Da das Gerät intelligent ist, erkennt es hier wirklich meine Einstellung, ob ich im Wechselstrommodus bin oder im Gleichstrommodus, ob ich im Pulsmodus bin oder im normalen Strommodus. Ich bin jetzt mal im ganz normalen Gleichstrommodus ohne Puls. Das sollte auch so diese Standardeinstellung sein. Jetzt kann ich hier vor und zurück gehen. Das ist auch schön. So. Und ich habe hier jetzt meine Gasvorströmzeit. Das heißt, wenn ich anfange zu schweißen und ich drücke auf den Taster, dann kommt hier schon mal ein bisschen Gas raus. Wofür ist das wichtig? Das ist dafür wichtig, dass wirklich kein Sauerstoff mehr an der zu schweißenden Stelle ist. Ja, also ein wichtiger Punkt. Ich gehe das jetzt einmal durch. Dann habe ich hier meinen Startstrom. Mit welchem Strom fange ich an zu schweißen? Ja, wenn ich zünde, dann wie lange vom Zündstrom in meinen Hauptstrom, den ich eben schon eingestellt habe. Das heißt, ich zünde hier, wir werden das auch gleich noch in den Beispielen sehen. Das heißt, ich drücke auf den Taster, ich bin in meinem Startstrom, ich lasse los, dann geht da diese Rampe hoch. Ja? Dann, wenn ich aufhöre zu schweißen, dann kann ich die Zeit einstellen, auch ein wichtiger Punkt, in wie vielen Sekunden geht das Gerät aus in meinen Endstrom. Da kann ich auch wieder die Ampere einstellen. Dann habe ich noch die Gasnachströmzeit, ein ganz wichtiger Punkt. Ich kann hier einstellen, was ich will. Am Ende, wenn ich aufhöre zu schweißen, dann ist die Wolframelektrode natürlich noch heiß, je nachdem, mit wie viel Ampere ich schweiße. Und je länger die Gasnachströmzeit ist, desto mehr verbrauche ich natürlich an Gas. Aber so mehr wird meine Wolframelektrode gekühlt, wird das ganze Düsensystem gekühlt. Und die Naht, die Schweißnaht, ja, das ist gerade bei Edelstahl zum Beispiel wichtig, bekommt auch wirklich noch eine gute Schutzgasabdeckung und kann in Ruhe abkühlen unter einer inerten Atmosphäre, wie man so schön sagt. Also unter einer Schutzgasglocke. Und das ist eigentlich schon die Standardeinstellung, die man an so einem Gerät vornehmen kann. Und jetzt kann ich hier wirklich alles in allen Varianten variieren. Das heißt, ich kann hier, diese Zeit braucht man eigentlich nicht. Ich nehme immer 0,5 Sekunden und dann kann ich hier starten. Ich kann zum Beispiel auf 5 Ampere runtergehen. Das ist wichtig, wenn ich ganz, ganz dünnes Material schweißen will. Wenn ich normal 3, 4 mm Blech schweiße, dann nehme ich einfach 20 Ampere und habe dann hier eine Startrampe von einer Sekunde. Hier nehme ich dann hier, wie gesagt, 180 Ampere. Dann eine Sekunde geht es wieder runter. 20 Ampere am Ende. Gasnachströmzeit nehmen wir mal 3 Sekunden.
Das ist so Standardeinstellung, mit der man wirklich sehr, sehr gut schweißen kann. Jetzt kann ich hier zuschalten den Puls. Und plötzlich habe ich dann hier noch Zusatzeinstellungen. Das heißt, ich kann prozentual eingeben. Ich kann hier prozentual eingeben, wie viel Hauptstrom, wie viel Zeit ich mich in welchem Strom bewege. Ich kann hier eine Pulszeit einstellen von 0,5 bis 200, also wie oft die Taktung, wie oft die Taktung wechselt. Puls ist ja immer ein oberer Strom und ein unterer Strom, und diesen unteren Strom kann ich hier in Prozent angeben. Standardeinstellung. Auch mal Standardeinstellungen für Puls. 50%, also Hälfte in dem Strom, Hälfte in dem Strom. Dann die Taktung, muss jeder selber wissen, wenn man einen schönen langsamen Puls hat, 1 oder 2. Dann hier, wie gesagt, 50%. Und damit kann ich wunderbar schweißen. Also ganz einfach, das Ganze einzustellen. Ich kann jetzt hier in den Wechselstrommodus wechseln. Kann ich mit oder ohne Puls machen. Gelten die gleichen Einstellungen wie eben. Ich gehe hier rein. AC-Frequenz. Das heißt, mit wie viel Hertz, wie oft wechselt der Strom zwischen Plus und Minus. Dann habe ich die AC-Balance. Da gehe ich immer so ungefähr bei 40 her. Ja, also hier so die AC-Frequenz zwischen 60 und 100. Balance zwischen 40 und 50. Und dann habe ich schon meine AC-Einstellung. Mehr braucht man nicht. Ja, und so ist es ungefähr. Ja, variiert immer so ein bisschen bei allen WIC-Schweißgeräten, die dann wirklich so eine komplette Schweißrampe abbilden. Und das ist dann wirklich auch zeitgemäß. Das sollte man heute nutzen, weil damit hat man wirklich die richtig tollen Möglichkeiten beim WIC-Schweißen. So einfach kann man sowas wirklich dann auch abbilden und erklären. Ich denke mal, wenn man sich das vielleicht beim ersten Mal nicht ganz nachvollziehen kann, wenn man es sich ein-, zweimal anguckt, kann man das auf jeden Fall nachvollziehen, und dann sollte das auch jeder einstellen können. Man kann sich ja auch so ein Video nebenbei laufen lassen, zum Beispiel auf dem Handy, Tablet oder Smartphone, und kann die Einstellungen dann parallel vornehmen. WIC-Brenner rüsten ist eine ganz einfache Sache. Wir haben hier einen WP26-Brenner, das ist hier mal eingestanzt. Dafür sollte man auch die Verschleißteile kaufen. Es gibt da die unterschiedlichsten Bauteile und Düsensysteme. Hier kommt einfach der Isolator drauf. Dann kommt hier eine Gasdüse rein. Alles nur handfest anziehen. Wichtig, ja, soll fest sein, aber nur handfest. Gasdüse, Isolator. Dann kommt vorne eine Keramikdüse drauf. Hier kommt die Spannhülse rein. Spannhülse und Gasdüse sollten immer auf den Durchmesser der Wolfram-Elektrode angepasst sein. Also es gibt 1,6 mm, 2,4 mm, 3,2 mm. Das ist 2,4 mm, eine graue Wolfram-Elektrode. Ich habe zu dem Thema Wolfram-Elektroden ein umfangreiches Tutorial erstellt. Und das sollte man sich vielleicht nochmal angucken. Vorne die Wolfram-Elektrode guckt ungefähr Hälfte der Durchmesser der Keramikdüse hier raus, und dann kommt am Ende diese Endkappe rein. Ja, die nimmt man je nachdem, wie lang die Wolfram-Elektrode ist. Es gibt dann auch kurze Kappen oder mittlere Kappen. Das ist natürlich, baut nach hinten relativ lang auf. Wenn man nach hinten Platz hat, ist das völlig uninteressant. Aber wenn man in engen Räumen arbeitet oder an eng zugänglichen Stellen arbeitet, dann ist es natürlich gut, wenn man eine schöne kurze Kappe hat. Jetzt habe ich die hier komplett gelassen, ja, die Wolfram-Elektrode, und darum habe ich auch diese Kappe in lang verwendet. Und so ist der Brenner gerüstet. Ja, das ist nicht der kleinste Brenner, aber das ist ein sehr funktionaler Brenner, und mit dem kann man sehr gut schweißen. WP26-Brenner hat eine sehr hohe Standzeit, das heißt, ich kann auch luftgekühlt, ja, das Gerät wird ja nicht mit Wasser gekühlt in diesem Bereich, sondern durch Luft bzw. durch das Schutzgas, und ich habe hier auch eine gute Standzeit, kann damit wirklich sehr gut und sehr lange schweißen, ohne dass mein Brenner zu heiß wird. Jetzt haben wir die richtigen Einstellungen, wir haben unser Gerät gerüstet, und jetzt können wir uns endlich mal ans Schweißen machen. Noch nicht ganz. Wir müssen mal überlegen, wie hält man so einen Brenner eigentlich? Ich mag es unwahrscheinlich gerne, wenn man den einfach so in die Hand reinlegt. Man hat hier den Zeigefinger frei und kann den Brenner richtig schön führen, ja?
Andere Möglichkeit ist einfach, dass man den einfach so umfasst und mit dem Daumen. Es gibt aber 1000 verschiedene Varianten, wie Leute den Brenner halten. Das sind aber so diese gängigsten Standardvarianten. Und wie gesagt, ich mag es unwahrscheinlich gerne, wenn man den Brenner hier in die Hand reinlegt. Ich bin Rechtshänder, ich benutze den Wick-Brenner mit der rechten Hand, natürlich immer mit Schutzhandschuhen. Nur in diesem Tutorial oder hier in dieser Trockenübung zeige ich euch einfach mal, wie man das Ganze so mit der Hand hält, ja, also nicht, also ohne Schutzhandschuhe. In der zweiten Hand, in der linken Hand, habe ich den Schweißzusatzwerkstoff. Den gebe ich dann wirklich, also ich schmelze mit dem Brenner auf und mit der linken Hand gebe ich den Zusatz hinzu. Den Zusatz mache ich immer ganz einfach. Ich habe den hier so in der Hand liegen, ja, habe den zwischen den beiden Fingern und kann den dann immer weiter zuführen. Und das ist auch so ein kleines Fingerspiel, das sollte man einfach mal immer üben. Und wenn man das ohne Handschuh einfach mal 10 Minuten geübt hat, dann klappt das schon ganz gut und dann funktioniert das beim Schweißen. Da muss man ja nur ganz langsam mal zugeben. Man geht ja mit der Hand immer näher und gibt dann mal wieder was zu, geht mit der Hand näher, ja. Dann funktioniert das beim Schweißen auch ganz gut. Aber es sind erstmal so Trockenübungen, die sollte man wirklich erstmal machen. Das heißt, im Endeffekt funktioniert das Wick-Schweißen so. Ich starte meinen Brenner, ich schmelze das Material auf und dann gebe ich Zusatz hinzu. Und das ist diese Grundlage, die ich erstmal wirklich ausprobieren sollte. Und die ersten Male, wenn ich eine Naht schweißen will, wenn ich zum Beispiel hier eine sogenannte Kehlnaht habe, dann sollte ich wirklich immer erstmal gucken, wie halte ich denn den Brenner, wie mache ich das Ganze und dann wirklich erstmal die Naht trocken abgehen. Dieses trocken abgehen, ja, und auch gucken, wie führe ich den Zusatz hinzu und alles, das ist schon mal ein ganz wichtiger Aspekt. Das heißt, wir wissen jetzt, wie wir unseren Brenner halten, wir wissen, wie wir den Schweißzusatz hinzugeben müssen. Jetzt können wir wirklich anfangen zu schweißen und unsere ersten Schweißübungen, da ist immer die Frage, was für ein Übungsstück nehme ich. Brauche ich tausende von Blechen? Ich empfehle immer wirklich, nehmt ein einfaches Vierkantrohr. Hier ist eins, da ist eins. Da kostet der Meter wirklich so 3-4 Euro, wenn überhaupt. Also 2-3 Euro oder 4 Euro vielleicht. Egal, aber es ist wirklich sehr bezahlbar. Und mit so einem Vierkantrohr kann man komplett schweißen lernen. Kann man wirklich komplett schweißen lernen. Das heißt, wir fangen jetzt einfach an. Ich habe das Ganze so ein bisschen sauber gemacht. Wir fangen jetzt nicht an, mit Zusatz hier wirklich zu schweißen. Wir fangen an und lernen, den Werkstoff aufzuschmelzen. Ganz wichtige erste Grundlage, dass man wirklich mal lernt aufzuschmelzen. Das heißt, die Koordination beider Hände ist gar nicht so einfach am Anfang. Und ich versuche jetzt einfach mal hier mit dem Brenner das Werkstück aufzuschmelzen. Mache so eine kleine Raupe, lasse kurz wieder abkühlen, mache die nächste Raupe, die nächste Raupe, die nächste Raupe. Und man sieht, am Anfang ist das relativ ungleichmäßig. Und das wird dann immer gleichmäßiger. Und das kann man hier von vorne bis hinten üben. Üben bis zum Verrecken. Und wenn das vernünftig funktioniert, dann haben wir schon wieder einen Schritt erledigt zum Schweißen. Weil dann können wir mit unserem Brenner den Werkstoff aufschmelzen. Und wir haben schon mal die Möglichkeit, dass man einfach wirklich auch ohne Zusatz schon mal schweißen kann. Also eine erste gute Sache. Was macht man als nächstes? Das ist ganz wichtig. Als nächstes versuchen wir das Ganze dann mit Zusatz. Immer noch keine Schweißnaht. Das ist immer dann noch eine sogenannte Auftragsschweißung. Ja? Weil ich trage ja hier im Prinzip etwas auf. Das heißt, ich nehme meinen Brenner, ich zünde einfach entweder in der Position oder halt gemütlich in der Position. Hier habe ich das Handgelenk auflegen, natürlich mit Schutzhandschuhen. Und ich zünde und ich schmeiße hier diese kleinen Raupen. Und wenn das immer und immer genauer wird oder immer gleichmäßiger wird und immer besser aussieht, dann kann ich mich an den nächsten Schritt wagen. Wie sieht denn dieser nächste Schritt aus zum Wickschweißen? Der nächste Schritt ist, ich habe hier immer noch mein einfaches Vierkantrohr. Ich nehme mir einfach eine Trennscheibe und trenne hier ein. Ich trenne hier schöne Riefen ein und diese Riefen schweiße ich dann einfach wieder zu.
Das ist dann, dass ich wegschweiße mit Schweißzusatz und dass ich lerne, einen Spalt zu überbrücken. Ja? Also eine Wurzel zu schweißen, wie man es auch immer nennen will. Das ist die nächste Kompetenz, die man erlernt. Und so baut sich das Wegschweißen langsam auf. Nächster Punkt, wenn ich das dann auch beherrsche, dann kann ich mich langsam von diesen Übungsstücken verabschieden. Das ist, manche machen das in einem Nachmittag und manche brauchen dafür irgendwie Wochen oder so. Da muss sich jeder Zeit geben, jeder hat ein anderes Geschick und jeder hat andere Erfahrungswerte. Darum ist eine ganz individuelle Geschichte das Schweißen lernen. Aber diese Systematik ist doch so wichtig, dass man sich wirklich die Zeit nimmt, ein paar Nachmittage und anfängt, den Werkstoff aufzuschmelzen, Zusatz hinzugibt, das Ganze mit so einem Rohr. Und dann geht es weiter, dass man sich wirklich kleine Nuten hier reintrennt. Dann kann man diese Nuten zuschweißen. Man lernt die Spaltüberbrückung. Als nächstes wollen wir dann eine Kehlnaht schweißen. Grundlegend, das ist zum Beispiel hier eine Kehlnaht, es gibt zwei verschiedene Arten von grundlegender Nahtform. Wenn ich hier zwei Bleche einfach zusammen habe, ja, hier unten diese Naht, das wäre eine sogenannte Stumpfnaht. Wenn das Ganze hier so auftrifft, dann ist es eine sogenannte Kehlnaht. Das sind auch die Nahtformen, die dann in der Praxis immer und immer wieder vorkommen. Ja? Stumpfnaht, Kehlnaht, ganz wichtig. Ich könnte mir jetzt ohne Ende Material besorgen, um Kehlnähte zu schweißen. Kann man machen, aber das ist natürlich auch immer so eine Frage. Hier ist Edelstahl. Wir sind momentan wirklich erstmal nur beim Stahl. Empfehle ich auch mit Stahl anzufangen. Ich habe einfach immer solche Würfel gebastelt. Das heißt, ich habe einfach ein Vierkantrohr. Ich habe da auch ein Video zu gemacht. Ich habe ja schon tausende von Videos gemacht. Ich habe hier einfach wirklich immer so 1 bis 2 Zentimeter abgeschnitten und dann einfach so einen Würfel hier erstellt. Und dann kann man wirklich schweißen. Kann man hier Kehlnähte schweißen. Das Ganze spanne ich mir hier fest. Und dann kann ich hier Kehlnähte schweißen. Ich bin immer ein ganz großer Freund. Ups. Ich nehme diese schönen Maschinenschraubstöcke und dann kann ich mir das Ganze hier einbauen. Nehme ich meinen Zusatz und fange an, hier diese Kehlnähte zu schweißen. Ja? Und dann kann ich einen Würfel schweißen, kann ich zwei Würfel schweißen, kann ich drei Würfel schweißen. Und irgendwann, wenn das hier so schön gleichmäßig aussieht, ja, das ist, gibt Leute, die kriegen es so gleichmäßig hin, das ist wie von der Maschine. Und es gibt Leute, so wie ich, die kriegen es einigermaßen schön hin, auch mit jahrelanger Übung. Also das ist ein bisschen auch Talent. Es gibt Leute, die müssen sich wirklich wundern, wie genau die das hinkriegen. Aber das ist dann so die nächste Kompetenz, die wir erlernen, Kehlnähte schweißen. Und wenn man diese beiden Kompetenzen hat, ja, einmal Kehlnähte schweißen, einmal hier Kehlnähte schweißen, einmal hier Stumpfnähte schweißen, dann kommt der letzte entscheidende Punkt, um richtig, richtig gut wegschweißen zu lernen. Dann kann ich immer noch so einen Würfel nehmen, dann kann ich immer noch so ein Rohr nehmen, ja, dann versuche ich das mal in diversen Positionen zu machen. Das heißt, ich lasse das Rohr nicht mehr hier liegen und schweiße einfach so, ja, dann stelle ich mir das Rohr einfach mal hin und schweiße eine Quernaht oder ich schweiße steigend. Das heißt, ich mache mir einen Längsriss hier rein, ich baue mir das Ganze wieder auf, zum Beispiel meinen Maschinenschraubstock und ich schweiße hier steigend. Ja? Das ist so zum Beispiel die nächste Übungsvariante. Und man kann das Ganze dann so weit machen, dass man es querschweißt, dass man sogar über Kopf schweißt. Beim Überkopfschweißen natürlich immer vorsichtig, wenn man über sich Material aufschmilzt, dann kann das auch mal runter tropfen. Das ist extrem heiß, da muss man natürlich vorsichtig sein. Und genauso kann man hier diesen Würfel, ja, man kann den Würfel einfach mal so einbauen, man schweißt hier so, man schweißt hier so, man schweißt hier steigend,
Man baut sich das ein bisschen höher, schweißt von unten, ja, also eine Quernaht, eine Überkopfquernaht. Man kann sich das Ganze so positionieren, man kann sich in alle Varianten positionieren. Und das ist dann die ganz große Kunst des Wickschweißens, dass man hier wirklich in jeder Position schweißt. Und wenn du hier in verschiedenen Positionen schweißt und das funktioniert erstmal nicht, ja, dann bitte auch nicht verzagen. Aber wenn du dann mal wieder auf deine ganz normale Naht zurückgehst und dann hier so eine einfache Naht schweißt, dann wird die göttlich aussehen. Dann wirst du staunen und dann wirst du glauben, das kann ja nicht wahr sein, dass ich das nach so ein paar Stunden hinkriege. Und das ist eine ganz einfache Strategie, um Wickschweißen zu lernen. Ne? Wichtigste, wie gesagt, wir gehen es noch einmal zum Ende durch, auch wenn ich mich jetzt 10-mal wiederhole. Wir nehmen zum Beispiel ein Wickschweißgerät wie diese Entrex. Ja, schönes Wickschweißgerät, habe ich jetzt ein paar Wochen mitgearbeitet. Funktioniert sehr gut. Wollte ich in diesem Video auch mit vorstellen. Aber wie gesagt, wichtig ist das Wickschweißen. Wir nehmen so ein Gerät oder auch eines der vielen anderen Geräte, die ich immer so vorstelle. Wir fangen an, die Technik zu beherrschen. Wir rüsten das Gerät, habe ich ausführlich erklärt. Wir fangen an, das war wirklich das Ganze mal trocken üben. Wir schmelzen den Werkstoff auf. Wir geben Zusatz hinzu. Wir lernen die Spaltüberbrückung. Dann schweißen wir Kehlnähte und dann versuchen wir das Ganze in unmöglichen Positionen zu schweißen. Steigend, ja, feilend schweißt man eigentlich weniger, sollte man auch nicht so machen. Nach Möglichkeiten immer steigend und nach Möglichkeiten natürlich immer das Werkstück oder das Werkstück, was man hinterher baut, ideal positionieren. Aber wir wollen es ja üben und dafür ist es ideal. Steigend schweißen, Quernähte schweißen, horizontal schweißen, über Kopf schweißen, was euch auch immer einfällt, was ihr irgendwo seht. Einfach mal alles üben. Und das geht mit so ein paar einfachen Übungsmitteln. Das heißt, ich behaupte mal, das ist hier ein halber Meter. Der hat, glaube ich, ja, irgendwie so 3 € gekostet. Mit so einem Rohr oder so einem Rohr kann man schon richtig, richtig gut Wickschweißen üben. Schweißzusatz. Der Schweißzusatz sollte natürlich immer dem Werkstück angepasst sein, von der Materialstärke. Anfängern, die hier wirklich 2 mm, 3 mm und so weiter verschweißen, den empfehle ich immer hier den 2 mm Schweißzusatz, der ist wirklich gut. Ja, zu dick sollte er nicht sein, zu dünn auch nicht, zu filigran. Ich verwende meistens 2 oder 2,4 mm. Es gibt bei vielen Herstellern so Sets, da hat man verschiedene Zusätze. Das ist ein ganz einfacher SG2-Zusatz, der ist für Stahl standardmäßig und funktioniert auch sehr, sehr gut. So, Brennerhaltung nochmal ganz kurz. Damit wir das hier auch nicht vergessen. Es gibt da die unterschiedlichsten Brennerhaltungen. Es sollte nicht zu steil sein, ja. Das heißt, ich verwende immer so ungefähr etwas über 45 Grad, vielleicht 50 bis 60 Grad und dann schweiße ich so. Es gibt Leute, die legen diese Keramikdüse auf. Diese Keramikdüse kann das definitiv auch ab. Das ist überhaupt kein Problem. Aber ich bin eigentlich der Meinung, das ist so ein bisschen Oldschool-Denken, dass man wirklich auch so ein bisschen in der Luft ist und den Brenner dann schön führen kann. Es gibt heute unwahrscheinlich viele Techniken, da sollte man sich am Anfang aber nicht mit verrückt machen, dass man die Keramikdüse irgendwo auf dem Werkstück rollt oder ähnliches. Das ist alles so Sachen, das kann man später mal machen. Man sollte erstmal wirklich diese Oldschool-Variante, sage ich mal, lernen. Ja, und versucht es einfach, schreibt mir hinterher die Ergebnisse in die Kommentare, freue ich mich tierisch drüber. Ich habe es schon tausenden von Leuten gezeigt in den verschiedensten Videos und ich habe immer ein gigantisch gutes Feedback. Also ich denke mal, irgendwas muss ich richtig machen. Ich verlinke hier unter mal ein paar schöne Sachen zum Thema Wolfram-Elektroden anschleifen, zum Thema Wickschweißen lernen. Meine Wickschweißmethode, wie man Wickschweißen lernt, verlinke ich hier unter. Könnt ihr euch schön noch was runterladen. Und was ich natürlich auch hier unter verlinke, ist dieses wunderschöne Schweißgerät. Man hat gesehen, das schweißt schon richtig, richtig gut. Bezahlbares Gerät mit einer Menge Funktionen und das Ganze macht wirklich auch einen sehr soliden und einen sehr guten Eindruck. Und ich denke mal, ja, das ist wirklich auch eine sehr, sehr schöne Variante eines Wickschweißgerätes. Schön stabil, solide, macht einen guten Eindruck, hat wirklich alles sehr übersichtlich. Und ich denke, das ist perfekt für einen, der einsteigen will und damit Wickschweißen lernen will. In diesem Sinne, ich hoffe, dieses kleine Tutorial zum Wickschweißen hat euch gefallen. Wenn es euch gefallen hat, ich freue mich, wie gesagt, immer über einen Daumen hoch. Ein Daumen hoch ist so der Applaus für den Künstler, wenn es euch nicht gefallen hat, beziehungsweise wenn ihr noch irgendwelche Zusätze habt. Ja, man könnte das Thema natürlich
definitiv viel, viel weiter fassen, aber dann wird das ein Video von 3, 4, 5 Stunden. Das ist dann auch irgendwann zu langatmig, weil Wichsschweißen ist natürlich ein extremes Thema. Ich habe es versucht, kurz und bündig vorzustellen mit den wichtigsten Punkten. Und ich sage mal, diese Methode vertrete ich schon seit Jahren und man merkt irgendwo an vielen Leuten, dass es dann wohl auch funktionieren muss. Und das sind meine persönlichen Erfahrungen, die wollte ich hier wiedergeben. Ich wünsche euch unwahrscheinlich viel Spaß beim Schweißen. Bis dann, euer Manni.